Tja Leute, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay auf meinem Kanal. Ja, es hat jetzt mal wieder ein bisschen gedauert, weil viele von euch wissen es vielleicht, der Online-Speicher bei MW3 hat ein bisschen rumgebackt und war irgendwie nicht verfügbar. Wahrscheinlich alles darin begründet, dass die Amerikaner mal wieder mit einem Wirbelsturm zu kämpfen hatten, der in New York und Umgebung für mächtig Aufsehen gesorgt hat. Dementsprechend war natürlich auch das, was da noch an abgespeicherten Gameplays vorhanden war, nicht verfügbar. Da ich es vorher nicht abgefilmt hatte, war es natürlich ein bisschen schlecht. Also habe ich mir gedacht, okay, bevor ich irgendeinen Ranzpanz bringe, warte ich kurz und mache ein bisschen was anderes in der Zeit. Aber das sind auch nur so Geschichten am Rande. Ja, warum heute das Gameplay? Ihr kennt das ja von mir. Wenn ich hier irgendwas hochlade, dann geht es in der Regel nicht um das, was hier gespielt wird oder erspielt wird. Das ist eigentlich so ein bisschen Hintergrundgeschichte für das Ganze. Aber wenn wir alle auf den Kalender gucken und sehen, was passiert und wo wir gerade sind, wissen wir natürlich alle, MW3 liegt mehr oder weniger in den letzten Zügen. Das heißt, Black Ops 2 steht vor der Tür. Und mit diesem Ereignis zusammen fällt natürlich auch noch ein etwas anderes Ereignis. Und wenn ihr euch fragt, so, ja, was ist denn da? Was passiert denn da jetzt? Kann ich euch genau sagen. Denn wir haben in der Zeit dann ein Jahr DNO auf PC. Ja, mag dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen seltsam vorkommen, aber es ist tatsächlich schon ein Jahr. Seit einem Jahr gibt es DNO auf der PC-Plattform. Damals mit Erscheinen von MW3 hat das Ganze begonnen. Und es hat sich eine Menge getan im Laufe der Zeit. Es sind viele Leute dazugekommen, es sind auch einige wieder gegangen, sind in andere Clans gegangen, haben eigene Clans gegründet. Und auch da sind die Kontakte in den meisten Fällen immer noch sehr gut. Und auch die DNOler von heute, die aktuellen, spielen mit Partnerclans, die sich daraus gebildet haben. Oder auch vereinzelt mit Spielern, die früher mal in DNO waren und sich umorientiert haben. Oder aus Zeitgründen irgendwo gesagt haben, nee, ich kann das eigentlich nicht mehr schaffen. Ich bringe die Zeit dafür nicht mehr auf. Und das sind alles so Entwicklungen, die in dieser Zeit so passiert sind. Wir haben einige Male den TeamSpeak-Server wechseln müssen. Für die Älteren, die das Ganze schon mitverfolgen, die wissen das natürlich. Und wir haben natürlich jetzt einen, finde ich, für uns ansprechenden Partner gefunden, der hier unseren TeamSpeak zur Verfügung stellt, damit wir da auch ein festes Zuhause, sag ich mal, für unsere DNOler haben, damit sie sich hier treffen können, damit sie zocken können, nicht immer nur unbedingt COD oder MW3, sondern auch für andere Sachen, weil da ja auch die Interessenlagen immer irgendwo ein bisschen verschoben werden. Man will ja nicht nur ein Spiel spielen, sondern will ja auch irgendwie mal ein paar andere Sachen machen mit den Kollegen zusammen. Und das Ganze hat sich jetzt eigentlich recht gut eingefunden. Es gab einige Veränderungen, natürlich. Wir haben die Altersgrenze hochgesetzt, damals im Sommer. Das werden auch einige von euch mitbekommen haben, dass wir gesagt haben, okay, Bewerbungen ab 16. Auch das hatte natürlich seine Gründe und seine Erfahrungsgründe. Das sind aber auch so Dinge, da möchte ich nicht unbedingt näher drauf eingehen. Das hat sich so etabliert, das hat sich durchgesetzt und ich denke mal, wir alle fahren recht gut damit. Es ist irgendwo so, dass wir gesagt haben, okay, wenn einer jetzt, weiß ich nicht, 15,5, 3 Viertel ist oder wie auch immer, wir haben ja sowieso eine Bewerbungsphase, also von daher kann man sich dann angucken, wie sind die Member so, wie verhalten die sich so, sind die reif genug dafür und danach wird das dann ja auch entschieden. Ja, ein Jahr DNO-PC, lange Zeit ist es hin. Warum bei mir jetzt so viel SND kommt, wisst ihr ja wahrscheinlich auch. Wir haben ja eigentlich mit Masse immer nur Herrschaft gespielt, weil das für uns der bevorzugte Spielmodus war, der uns auch am meisten Spaß gemacht hat, an dem wir taktisch auch am besten irgendwo uns eingespielt hatten. Aber mit den Sommerferien wurde halt das Problem der Hacker immer größer und immer schwieriger. Es war kaum noch möglich, eine vernünftige Herrschaftsrunde hier hinzulegen, wo man sagen kann, meine Güte, ich muss hier nicht schon wieder einen rausschmeißen und man hängt dann mehr im Host-Tool als irgendwo anders, um zu spielen. Das war nicht Sinn und Zweck der Sache und dann haben wir gesagt, okay, solange dieser Modus für uns im Moment nicht mehr so spielbar und attraktiv ist, wenden wir uns halt ein bisschen mehr den Modi zu, wo
es nicht unbedingt nur auf die Masse der Kills ankommt, denn das ist ja, sind ja eigentlich die Spielmodi, die die Hacker dann anziehen, sondern wir haben gesagt, okay, dann gehen wir halt her, spielen ein bisschen SND und da haben sich auch viele von uns mittlerweile drauf eingeschossen und eingefuchst. Wir probieren es immer mal wieder mit Herrschaft. An manchen Tagen geht's, an manchen Tagen geht's halt nicht. Das wisst ihr selber wahrscheinlich am besten. Da brauche ich euch nicht viel zu erzählen. Ja, ein Jahr DNO-PC bedeutet für uns natürlich auch, dass wir irgendwo einen kleinen Grund haben, ein bisschen was zu feiern. Das wollen wir natürlich im internen Kreis auch machen. Und in dem Zusammenhang werden wir vielleicht auch nochmal hergehen und ein kleines Video dazu bringen, so ein bisschen Revue passieren lassen, was ist in dieser Zeit hier alles geschehen, was haben wir hier alles gemacht, was können wir euch optisch dazu bieten. Und ich bin natürlich froh und stolz darüber, dass es den DNO-Clan auf der PC-Plattform mittlerweile ein Jahr dann gibt. Und ich hoffe, dass das noch lange, lange so weitergeht. Ich jedenfalls habe meinen Spaß daran und ich denke mal, die Member, die bei uns sind, haben ihren Spaß auch dran. Dass natürlich immer wieder irgendwo Neuerungen eingeführt werden und gewisse Dinge verändert werden, gehört zum Leben. Das gehört auch zum Leben in einem Clan. Das ist auch ganz klar. Und deshalb sehe ich da der Zukunft ganz positiv gestimmt ins Auge. Denn ich denke, dass die Idee des Objective-Spielens immerhin sich durchgesetzt hat bei vielen und auch viele den Spaß daran haben, nicht einfach nur rumzurennen über die Map als Einzelkämpfer oder in random Teams, sondern irgendwo Lust dazu haben, mit einem festen Team zusammenzuspielen, die alle die gleiche Ausrichtung haben und dementsprechend das auch praktizieren. Ja, das Gameplay neigt sich jetzt hier schon im Ende. Den letzten Kill werde ich nicht machen, das kann ich schon mal verraten. War eine ganz gechillte Runde. Wir gewinnen das hier noch 4-2. Eigentlich ganz relaxed. Ja, das war so ein bisschen kleiner Rückblick dazu. Es wird noch mehr kommen. Der Sergeant Cookie macht hier den letzten Kill. Es wird noch mehr zu diesem Rückblick von ein Jahr DNO kommen. Und dann werdet ihr so ein bisschen was zu sehen bekommen, was so in diesem Jahr gelaufen ist. Es geht für mich mit 14-3 aus. Das war's von mir. Ich bin raus. Ciao, euer Dirty Harry.